Hallihallo, meine Lieben. Ja, da bin ich wieder. Endlich mal ein Lebenszeichen von mir. Herzlich willkommen zu meiner Welcome back in Germany Tea Time. Ich bin ja jetzt schon 4 Wochen wieder in Berlin, aber ich brauchte immer wie immer, also ich brauchte wie immer. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich so lange kein Video gedreht habe. Ich brauchte wie immer meine Zeit, um mich wieder einzuleben, einzufinden. Und dafür, dass ich nur 3 Wochen weg war, dann so lange Zeit zu brauchen, um sich wieder einzuleben, ich weiß, klingt immer komisch, ist aber leider bei mir so. Ja, wie ihr wisst, war ich wieder in der Karibik, in Grenada, auf meiner Lieblingstrauminsel. So viele Inseln habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Und das war jetzt bereits das dritte Mal, dass ich dort war. Und auch dieses Mal wieder habe ich viele, viele neue Dinge entdecken können. Und das war sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass ich dort war. Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin gesund und munter hier angekommen. Und das Erste, was passiert ist, war natürlich, dass ich krank geworden bin. Ich war ja vor meinem Urlaub krank. Und als ich dann dort war, innerhalb von 3 oder 4 Tagen, war komplett alles verschwunden. Der Flug war zwar bei der Landung wiederum sehr, sehr unangenehm, aber ansonsten. Ja, konnte ich damit gut leben und durch die Wärme da war das relativ schnell weg. Ich war da fix wieder gesund und munter und ja, die ersten Tage im Urlaub hat es sehr viel geregnet. So die erste Woche fast eigentlich. Also so die ersten. Wir sind Samstag angekommen und ich glaube bis Dienstag hat es geregnet, 4 Tage lang oder sogar bis Mittwoch. Obwohl wir Mittwochabend auch aus waren und da hat es nicht mehr geregnet. Also muss das Dienstag gewesen sein. Und ja, was macht man auf einer Insel, wo man halt wirklich eigentlich nur im Freien unterwegs ist oder am Strand liegt, wenn es regnet? Da konnte man nicht so viel machen. Wir waren trotzdem am Strand und in verschiedenen so Strandbars, sage ich jetzt mal so, wo wir Freunde getroffen haben, wo man dann auch draußen sitzen konnte, überdacht und so. Weil den ganzen Tag in der Hütte sitzen im Urlaub, wer will das schon, ne? Nichtsdestotrotz habe ich es tatsächlich geschafft, ein Buch zu lesen in diesem Urlaub, beziehungsweise sogar noch ein zweites anzufangen, aber dazu kommen wir gleich noch. Im Großen und Ganzen hatte ich einen absoluten tollen Urlaub wieder. Es war der schönste von allen dreien für mich, was natürlich auch noch andere Gründe hat. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram, auf meinem Profil folgen, wissen es bereits und deswegen mache ich auch kein großes Geheimnis darum, dass es in Grenada seit meinem ersten Urlaub eigentlich schon jemanden gibt, den ich sehr, sehr mag. Und wir hatten jetzt sozusagen 1,5 Jahre lang ja Zeit, uns besser kennenzulernen und haben uns jetzt das dritte Mal gesehen. Und so verrückt, wie es auch klingen mag, habe ich ja meine Liebe dort gefunden. Ich war ja im letzten Jahr in einer Beziehung mit einem Ex-Freund von mir sozusagen und das hat leider nicht so funktioniert und bin jetzt seit August wieder alleine oder war alleine und bin jetzt ja mit meinem Freund dort liiert. Das ist für mich auch immer noch komisch zu sagen, dass ich einen Freund habe, der 4000 Kilometer entfernt wohnt, aber es ist so, wie ich damit zurechtkommen werde, was daraus werden wird, ob ich irgendwann auswandere oder nicht. Fragt mich das bitte nicht, ich weiß es auch noch nicht. Wünscht mir einfach Glück, ich bin super happy im Moment und sehr, sehr verliebt und deswegen ist es einfach schön. Und ich will damit ganz offen umgehen. Diejenigen, die auf Instagram die Bilder gesehen haben, die wissen das eh und von daher, wenn ihr irgendwas wissen wollt, könnt ihr mir das gerne schreiben in die Kommentare unten. Ich beantworte das auch. Und ja, so viel dazu. Es war eben wunderschön, 3 Wochen dort zu sein. Wieder wegzufliegen war die Hölle. Ich hatte, also wir hatten das große Glück, dass wir noch einen Tag Verlängerung bekommen haben, beziehungsweise Glück im Unglück, könnte man sagen. Wir sind von Grenada nach Barbados geflogen, um dort weitere Fluggäste einzuladen und das Flugzeug säubern zu lassen. Ende vom Lied war, dass das Flugzeug kaputt war, schon als wir in Grenada losgeflogen sind und es dann hieß in Barbados, nachdem wir ja schon über den Abflugzeitraum 1, 2 Stunden da gesessen haben und ich wusste, warum es nicht losgeht richtig, dass wir nicht weiterfliegen können, weil das Flugzeug repariert werden müsste. Und dazu müsste entweder ein neues Flugzeug oder ein Teil, das wussten wir da noch nicht, erst eingeflogen werden. Und das könne halt dauern. Wir werden jetzt alle in Hotels gebracht. Das heißt, wir haben eine Nacht noch zusätzlich auf Barbados verbracht. In einem absoluten tollen, schicken Luxushotel. Ich meine, wir haben in Grenada 3 Wochen privat gewohnt, in einem Apartment mit Selbstverpflegung und
dann kommst du da in so eine totale Hotelatmosphäre und kriegst alles serviert und wirst bedient. Und das war komplett fremde Welt für uns in dem Moment. Aber traumhaft an einem schönen, wunderschönen Strand direkt, eine wunderschöne Hotelanlage. Also falls noch jemand einen Hoteltipp für Barbados braucht, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, welcher Strand das ist. Aber wenn ihr das genau wissen wollt, schreibt mir das in die Kommentare, gebe ich euch gerne den Namen vom Hotel. Das ist Bougainvillea, wie die Pflanze. Und war ein richtig, richtig schönes Beach Resort mit einem Traumstrand, türkisfarbenem Wasser, alles was dazu gehört. Man kann dort auch heiraten, wer daran Interesse hat. Also es ist wirklich schön gewesen, auch mal eine Nacht sozusagen auf einer anderen Karibikinsel zu verbringen und das auch noch quasi, naja, eine Urlaubsverlängerung. Es war es natürlich stressig, weil wir letztendlich 24 Stunden später erst nach Hause gekommen sind. Das heißt, ich hatte einen Tag weniger frei, ich musste dann also... Wir kamen also nicht am Sonntag an, wie geplant, sondern erst am Montagnachmittag, was ein bisschen stressig war, weil wir die Katze aus der Pension abholen sollten, aber das habe ich alles von dort aus schon geklärt. Wie gut, dass es WhatsApp gibt und überall WLAN und man kann heutzutage ja alles regeln. Also haben wir Hund und Katze dann am Montagabend noch abgeholt und meine Chinchillas zu mir gebracht und die Koffer und das war es dann auch schon. Ich hatte dann am Dienstag noch einen Tag frei. Ich hatte mir eigentlich Montag, Dienstag freigenommen, wollte dann ab Mittwoch wieder arbeiten gehen, dass ich so zwei Tage habe zum Jetlag ein bisschen auskurieren, austarieren, dass ich dann, ich brauche so zwei, drei Tage. Wenn ich zwei, drei Tage frei habe nach dem Urlaub, ist alles super. Wenn ich sofort wieder arbeiten gehe, bin ich eine Woche matschig oder weiß ich nicht. Ich habe diesmal sehr, sehr lange gebraucht, durch die Strapazen, dass es zwei Tage gedauert hat, nach Deutschland zurückzukommen. War ich noch mehr durcheinander und dann einen Tag frei in der Zeit. Ich habe dann ein bisschen was ausgepackt und gewaschen, aber eigentlich hatte ich auch nicht so richtig Lust. Ich habe den ganzen Tag, glaube ich, verpennt und war dann abends, genau das war der Tag, wo meine beste Freundin Geburtstag hatte, bin dann abends noch zu ihr gefahren und dann bin ich am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen. Und das war's. Also und dadurch war ich dann so matsch im Hirn, ich musste mich erstmal wieder eingewöhnen und auf Arbeit war die Hölle los und wir haben jetzt echt die letzten Wochen viel zu tun gehabt. Deswegen hatte ich auch nicht wirklich viel Zeit, um mich jetzt mal in Ruhe vor die Kamera zu setzen und ein Video zu drehen. Deswegen verzeiht mir, dass ich so lange nicht da war. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft viel ändern wird. Und ich hoffe auch, dass ich bald wieder mehr lesen werde, denn ich stecke schon wieder in so einer Posturlaubsleseflaute. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber in meinem Kopf schwirren halt einfach zu viele Gedanken umher. Und ihr kennt das, wenn man dann... Also bei mir ist das ja immer so, wenn ich verliebt bin, dann ist es sowieso, wenn ich frisch verliebt bin, ich kann mich auf nichts konzentrieren. Ich bin total wuselig und wuschelig und ich lese ein Buch und meine Gedanken schweifen dann ab und dann denke ich an ihn und dann denke ich an den Urlaub und an die Sonne und das Meer und schon habe ich eine halbe Stunde verträumt im Bus und das bringt mir irgendwie im Moment gar nichts. Ich lese eine Seite 10-mal und weiß immer noch nicht, was draufsteht. Deswegen, es ist ein Konzentrationsproblem, aber so langsam... Jetzt, so nach einem Monat, hat sich alles so ein bisschen eingepegelt und ja, ich hoffe, dass es jetzt einfach besser wird. Ich habe jetzt auch ein neues Buch angefangen, aber ihr werdet das gleich sehen. Ich zeige euch das gleich. So viel dazu erstmal zu meinem Urlaub. Wie gesagt, wenn ihr genaueres wissen wollt, ich würde euch so viel erzählen, aber ich weiß immer nicht, inwiefern euch das interessiert. Soll ich mal ein Grenada-Video machen? Ich habe von damals noch Videos, die ich reinschneiden könnte. Es ist halt sehr viel Arbeit, deswegen habe ich das nie gemacht. Ich habe diesmal keine Videos gedreht, außer eins, als wir die Affen gesehen haben im Regenwald. Wir haben Affen mit Bananen gefüttert. Ein Wahnsinnserlebnis, eines der schönsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben. Ein Affen, der aus dem Regenwald kommt, mit Bananen zu füttern. Ihr wisst, ich liebe Tiere und wildlebende Tiere und wenn ich sowas Besonderes sehe, es war mein Traum, diese Affen dort zu sehen. Das war damals auch einer der Gründe, warum wir uns für Grenada entschieden haben. Und wir haben sie nie gesehen. Jedes Mal, wenn wir zu dieser Stelle gefahren sind, wir waren dort dreimal vorher, kamen nie Affen. Und dieses Mal habe ich dann die einheimischen Frauen dort gefragt, die ihre Sachen da verkaufen, was man denn tun müsse, um die Affen anzulocken. Und mir wurde das Geheimnis dann verraten und dann kam auch ein einziger, aber immerhin. Und ich habe wunderschöne Fotos davon gemacht und auch ein Video. Das könnte ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel auf meinem Computer bearbeitet. Mein Computer spinnt. Mein Laptop ist alt, er müsste mal überholt werden. Das macht eventuell ein Freund von meiner Mutter und ich hoffe, dass das dann alles wieder ein bisschen besser funktioniert und ich dann auch wieder mehr Spaß habe, Dinge an meinem Laptop einfach zu machen. Denn das Teil ist einfach mal
8 Jahre jetzt alt und da wurde noch nie wirklich viel dran gemacht und der müsste einfach mal komplett runter, komplett platt gemacht werden und dann kann man wieder von neuem durchstarten. Das werde ich sehen. Geplant ist auch immer noch irgendwann eine neue Kamera anzuschaffen, nur dadurch, dass meine Prioritäten jetzt ja etwas anders liegen und ich natürlich alles Geld zusammenkratze, was ich kann, um für den nächsten Urlaub zu sparen, muss ich schauen, wie ich es schaffe. Aber ich denke, spätestens im Juni zu meinem Geburtstag sollte ich mir eine neue Kamera anschaffen. Und wir haben ja jetzt schon heute den 1. März, heute ist Sonntag. Und das ist ja dann auch nicht mehr so lange. Also ich muss auch gucken, wie die Preise liegen. Die Kamera, die ich mir ausgesucht habe, war auf einmal 50 Euro teurer als zu der Zeit, wo ich sie auf meine Wunschliste gepackt habe. Und ich werde dich sicherlich dann zuschlagen, wenn sie wieder günstiger ist, wenn ich irgendwas preiswert bekomme, weil, ich habe auch nicht so viel Geld, dass ich da jetzt einfach mal über 50 Euro hinwegsehen kann. Für das Geld kann man schon wieder viele, viele andere Dinge kaufen. Ja? Gut, kommen wir zu den gelesenen Büchern, was ich im Urlaub dabei gehabt habe, wofür ich mich letztendlich entschieden habe. Das Witzige war ja, dass ich euch in meinem letzten Tea Time Video alle Bücher gezeigt habe und überlegt habe und euch quasi noch gefragt habe, welches Buch soll ich mitnehmen und ich weiß nicht. Und dann fiel mir ein, ja, du lädst die Videos ja nicht alle an einem Tag hoch, sondern pro Woche eins. Und wenn du das Video hochlädst, witzigerweise war das, glaube ich, das vorletzte, war in der letzten Woche, wo ich dort war. Das bringt mir dann auch nicht mehr viel, wenn ihr mir sagt, welches Buch ich lesen soll, weil der Urlaub da schon wieder fast vorbei war. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich mitgenommen hatte. Und zwar hatte ich mich entschieden für London Road von Samantha Young mit dem Untertitel Geheime Leidenschaft. In diesem Buch geht es um Joe. Und wie heißt der Mann? Cam, genau, Cam und Joe, aber auch Joss und Braden aus Dublin Street spielen hier mit und sie sind auch sehr viel dabei in der Handlung, das fand ich sehr, sehr schön und es geht natürlich wieder um die Liebe und Joe hat kein einfaches Leben, sie muss sich um ihren kleinen Bruder kümmern und ja, sie führt eigentlich so eine Art Doppelleben. Sie ist eine Frau, die sich sozusagen so eine Art Sugar Daddy aussucht, einen etwas älteren Mann oder einen sehr gut betuchten Mann, der sie dann aushält, damit sie sich ihr Leben finanzieren kann. Und ja, irgendwann begegnet sie dann eben Cam und Cam findet das alles total blöd. Er stellt sie quasi ja so hin, als ob sie so eine total oberflächliche Tussi ist, die nur mit reichen Männern ausgeht und er hat eigentlich gar keine Ahnung, wie sie wirklich ist. Aber der Zufall will es so, dass er zufällig in das gleiche Haus einzieht, eine Wohnung unter ihr und dadurch lernt er sie natürlich dann auch kennen und kommt auch hinter ihr Geheimnis. Und die beiden ja entwickeln doch eine sehr starke Anziehungskraft zueinander und verlieben sich und können sich auch irgendwann nicht mehr wehren und dann ändert sich auch ihr Leben komplett. Ich fand die Geschichte sehr, sehr schön. Ich bin total eingetaucht. Ich habe die im Flugzeug sozusagen habe ich begonnen, das Buch zu lesen. Und da man ja bei Condor für die Filme bezahlen muss und nur einen Film, glaube ich, frei hat, und das war ein Nicholas Bucks Film, und zwar einer meiner Lieblingsfilme, Wie ein einziger Tag. Also jetzt nicht wirklich ein aktueller Film, deswegen musste ich mir den jetzt nicht unbedingt angucken und der Flug dauerte ja doch irgendwie. Wir sind ja nonstop geflogen von Frankfurt nach Grenada. 9 irgendwas Stunden, glaube ich, war das. Und irgendwas musste ja machen in der Zeit, also habe ich geschlafen und gelesen und dabei Musik gehört. Musik konnte man hören und ja, war dann voll drin und weil es ja, wie gesagt, die ersten paar Tage sowieso geregnet hat viel, war es morgens jetzt nicht so, dass wir da irgendwie um 7 aufgestanden sind zu irgendwelchen Unternehmungen, sondern ich bin dann einfach noch eine Stunde im Bett liegen geblieben oder so und habe noch gelesen, deswegen hatte ich das dann relativ schnell fertig in der ersten Woche ausgelesen. Es hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja Samantha Young Fan irgendwie geworden. Ihre Geschichten gefallen mir, ihr Schreibstil gefällt mir, ihre Charaktere gefallen mir einfach sehr, sehr gut. Ich mag dieses Echte, diese Menschlichkeit in diesen Büchern und auch diese Freundschaften zwischen den Paaren oder eben auch teilweise sind ja auch Singles dabei. Ich finde es einfach schön und dieser familiäre Hintergrund aus dem ersten Band, der taucht hier auch nochmal auf und irgendwie sind alle zusammen und eins und man trifft sie alle im nächsten Buch wieder und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, das hat mir sehr gut gefallen. Also Samantha Young ist und bleibt eine Empfehlung von mir, fand ich richtig toll. Ich hatte dann auch noch Jamaica Lane mitgenommen, weil ich mir dachte, okay, also wenn, das habe ich jetzt gar nicht hier, Jamaica Lane, doch hier, das ist das hier
Lese ich jetzt im Moment, weil ich habe es im Urlaub nicht geschafft. Ich habe nur dieses eine Buch beendet und das andere zeige ich euch gleich noch angefangen. Und bin jetzt hier doch schon, ich habe angefangen jetzt da, ja. Also ich habe seit meinem Urlaub, ich bin auf Seite 18, also 5 Seiten oder so gelesen. Ich weiß nicht, ich versuche es andauernd, aber irgendwie komme ich nicht rein. Und deswegen, ich habe mich ja extra für dieses Buch entschieden. Ich habe ein bisschen in dem anderen gelesen gehabt, aber war ich auch nicht so richtig in Stimmung. Dachte ich mir, ach komm, liest du das nächste Samantha Young, weil die hilft immer gegen eine Leseflaute. Weil ich Schreibstil einen einfach... Der Schreibstil macht es einem einfach so, in die Geschichte einzutauchen und die Charaktere kennenzulernen und in die Geschichte irgendwie so hineinzufallen, dass man dann einfach liest, ohne drüber nachzudenken. Ich werde jetzt mich auch wieder dran machen. Ich muss nachher nochmal los und zum Geburtstag von meinem Vater. Und auf der kurzen Fahrt, 20 Minuten sind es ja nur, hin und zurück werde ich hoffentlich versuchen, etwas zu lesen. Das ist zumindest mein Ziel, dass ich einfach wieder anfange. Ich muss mich ein bisschen zwingen. Ich will lesen, ich habe auch Bock, aber die Konzentration ist halt so eine Sache. Aber ich werde wieder versuchen, mehr zu lesen jetzt, damit ich euch auch irgendwas zu zeigen und zu erzählen habe, damit ich Rezensionen machen kann, beziehungsweise mit euch hier in der Tea Time über Bücher quatschen kann. Ja, ansonsten bringt das ja alles nichts. Also jetzt Jamaica Lane, der mittlerweile dritte Band der Reihe. Ja, bleibt nicht stehen. Und dann hatte ich noch mitgenommen, ist auch noch in meinem Leseumschlag drin, weil ich hatte es am Strand dabei, habe ich jetzt 49 Seiten gelesen von, ich will ja mein Englisch verbessern, in Grenada spricht man natürlich Englisch. Englisch, logisch. Und zwar You're the One That I Want von Joanna Fletcher. Weil das wollte ich ja unbedingt mitnehmen, weil es eben Englisch ist und ich eben mein Englisch verbessern will. Und da spricht man ja auch nur Englisch und so, aber ich verbessere mein Englisch gerade darin, dass ich mit meinem Freund telefoniere und dadurch auch viele neue Vokabeln lerne. Das mache ich im Bus oft, dass ich mir mit meinem, ich habe immer mein Wörterbuch und mein kleines Notizbuch dabei, wo meine Vokabeln drin sind, wenn ich irgendwas sagen möchte, erklären möchte oder irgendwas von ihm nicht verstanden habe, dann schreibe ich mir das auf und suche mir halt die Übersetzungen raus, um halt auch einfach mal Englisch noch ein bisschen aufzupolieren. Ich verstehe zwar eigentlich alles, was man mir sagen möchte und ich kann auch auf alles antworten, aber mir fehlt so ein bisschen die Redegewandtheit im Englischen und ich habe manchmal noch so Probleme mit Grammatik und Satzbildung, dass ich das gerne verbessern möchte. Und das, denke ich, kann man durchs Lesen und durch Filme und sowas alles auf Englisch gucken ganz gut, weil man dort eben ganze Sätze ja vorgesetzt bekommt und nicht immer nur so abgehackt spricht. Ja, das ist so mein Ziel, mein Englisch noch perfekt zu machen irgendwann. Ja, möchte ich einfach sagen können, dass ich perfekt Englisch spreche. Soweit ist es noch nicht. Ja. Dann hatte ich ja noch dieses Buch hier zur Auswahl, Das Bootshaus an den Klippen. Ich glaube, ich hatte es sogar im Urlaub dabei. Totaler Blödsinn, als ob ich 4 Bücher lese. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Man kann es nicht wissen. Manchmal, ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt und was passieren wird. Und dass ich dann, es ist halt, diese Geschichte ist ein wenig kompliziert zwischen uns. Er ist schon sehr, sehr lange in mich verliebt, seit unserem ersten Kennenlernen eigentlich. Und bei mir hat halt jetzt so richtig irgendwie eingeschlagen. Und dadurch, wir haben halt Tag und Nacht quasi miteinander verbracht und da hatte ich gar keine Zeit zum Lesen. Aber das wusste ich ja vorher nicht. Ich bin da hingefahren und dachte, okay, du liegst vielleicht den ganzen Tag am Strand alleine mit meiner Mama, die guckt sich die Gegend an und irgendwas musst du ja tun oder liest auch ein Buch. Und dann, ne? Deswegen habe ich so viele Bücher mitgeschleppt, weil ich dachte, naja, dann liegst du da, dann willst du lesen. Ich glaube, du solltest da nochmal ein Buch und dann ist gut zur Sicherheit, für den Flug oder was weiß ich. Und wenn ich keins habe, in Grenada gibt es auch Buchläden, dann hole ich mir halt da eins. echt bescheuert, was man mitschleppt, ist an Gewicht im Handgepäck. Also mein Rucksack, der war, ich habe mich gefühlt wie eine überdimensionierte, mega riesengroße Schildkröte mit dem Teil auf dem Rücken. Ja, dies ist ja ein Roman, der in Irland spielt, genau, an der Küste und so ein Familiengeheimnis-Ding. Ich liebe ja solche Bücher, deswegen, der wird definitiv bald dran glauben müssen, wenn ich endlich wieder so im Lesefluss bin. Ich hoffe ja, dass Jamaica Lane das schafft und dann werde ich mir auch dieses Buch bald zu Gemüte führen. Ja, so,
Dann, was ich mir im Urlaub gekauft habe, also ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten beiden Urlaube waren so, da habe ich mir dann so alles geholt, ja. Von einer Gewürzkette über ein Handtuch mit Grenada, also Handtuch, so Strandhandtücher hatten wir uns geholt. Wir haben uns Geschirrhandtücher geholt von Grenada, wir haben uns diese Tücher zum Umbinden, Sarongs geholt, was ich auch mal auf dem Tisch liegen hatte, als Tischdecke sozusagen. Wir haben wirklich alles da gekauft, was wir kriegen konnten, weil wir halt immer dachten, wir kommen nicht wieder. Diesmal war es so, dass der Urlaub halt, ich habe nicht ehrlich gesagt so viel Geld dazu beigesteuert und habe auch nicht so viel gehabt und deshalb, wir haben unser Geld halt dafürs Leben und Essen und sozusagen gehabt und das war es jetzt großartig da, sich was kaufen oder so war diesmal nicht. Hatte ich auch keine Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was ich mir gegönnt habe, weil ich immer noch in der Annahme lebte, dass wir das in Deutschland nicht bekommen, war ein Victoria's Secrets, ich sag immer, also Körperspray. Es ist aber wie ein Parfüm, also es riecht sehr, sehr intensiv und ich benutze es auch als Parfüm. Also ich sprühe mir das jetzt nicht an die Beine, sondern schon obenrum Hals, Kopf, Schulterbereich. Ne? Und zwar ist das der Duft Endless Love und das ist mit Apfelblüte und Ylang Ylang. Da sind 250 Milliliter drin, das sind diese typischen Düfte. Jeder, der die Beauty Gurus guckt, der weiß das, der kennt die, hat schon mal davon gehört. Das ist der. Ich habe sehr viel Düfte, nicht sehr viel Düfte, ein paar Düfte geschnuppert dort. Die hatten so eine Vitrine und die haben mir gar nicht gefallen. Die waren alle sehr süß und sehr schwer. Und da habe ich dann gesagt, gib mir mal das Blaue, ich probiere mal das Blaue. Und der war es dann. Ich liebe diesen Duft. Es ist auch schon so viel raus. Also es ist jetzt, ich habe das im Urlaub benutzt, wenn wir abends weggegangen sind oder auch so. Und jetzt zu Hause natürlich ist es so meine Erinnerung, mein Erinnerungsduft an Grenada. Ich bin total froh, dass ich entdeckt habe, dass wir einen Müller in Berlin haben, der sogar Victoria's Secret Stifte hat, aber dazu dann an anderer Stelle mehr. War ich jedenfalls sehr froh und das war so erstmal alles, was ich ja gekauft habe. Also ich habe mir diesen Victoria's Secret Duft geholt und das war's eigentlich. Also kein Schmuck oder Klamotten oder irgendwas. Nö. Also ein paar Gewürze. Ich habe mir wieder mein Lieblingsgewürz mitgebracht. Und ja, keine Ahnung. Also das war halt, ich habe diesmal so total dort gelebt. Der Tag, an dem ich wieder weg musste, war einfach nur schlimm. Wir sind ja nachmittags geflogen und das war, ich sag euch, ein Geheule von allen Seiten. Es ist unerträglich, wenn man da weg muss. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich hier überhaupt noch mache in Deutschland, aber gut, auswandern ist nicht so einfach, wäre auch sehr überstürzt, das soll alles gut überlegt sein und wenn ich irgendwann die Gelegenheit oder das Geld dafür habe, dann reden wir nochmal drüber. Vielleicht irgendwann seht ihr meine Videos mit karibischem Hintergrund oder so, keine Ahnung. Das wäre so ein Traum von mir, ihr wisst das, ich liebe das Meer und es war immer schon mein Traum, seit ich ein Kind bin, in einem kleinen Häuschen am Meer zu leben, also zumindest Blick aufs Meer. Es muss ja nicht direkt am Strand sein, wäre zwar toll, aber es ist utopisch. Und einfach mit Blick aufs Meer und dann mit meinem Laptop, damals war es noch eine Schreibmaschine, als ich ein Kind war, und dann am Fenster sitzen, rausgucken aufs Meer und mein Buch schreiben. Das ist so mein Lebenstraum immer gewesen und wer weiß, vielleicht bin ich diesem Traum jetzt ein klitzekleines Stück näher gekommen, wer weiß das schon. Vielleicht spinne ich auch einfach nur, haltet mich für verrückt, denkt was ihr wollt. Mir geht es gerade sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon rede. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich mache jetzt hier mal einen kurzen Cut. Ich sage jetzt Tschüss. Ich drehe jetzt noch einen zweiten Teil von der Tea Time, die ich dann wieder unterschiedlich hochlade, damit diese Videos nicht so elendig lang werden. Denn viele von euch splitten die Videos, gucken sich die ja in mehreren Teilen auch an, haben sie gesagt. Und deshalb hatten wir ja auch schon besprochen, dass ich lieber öfter kurze Tea Times mache. Und ich erzähle euch dann gleich im nächsten Video mehr über ein Konzert, was ich besucht habe, über einen Film, den ich gestern gesehen habe. Ich war doch letztens im Kino mit Gwen, genau, darüber kann ich euch noch was berichten.
ein bisschen Musik und ein bisschen Krimskrams kommt auch noch dazu. Und News zur Love Letter Convention gibt es dann also in meinem nächsten Video. Deswegen sage ich hier jetzt erstmal einmal Tschüss. Ihr seht mich dann in gleicher Optik, in gleicher Kulisse, in gleichen Klamotten im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet oder euch nur Quatsch erzählt. Aber verzeiht mir, es war mein erstes Video nach meinem Urlaub und wann habe ich das letzte Video gedreht? Im Dezember oder Anfang Januar? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also es ist wirklich lange her und wir haben heute den 1. März. Also ich habe 2 Monate nichts gemacht und bin selber auch ein bisschen aufgeregt im Sinne von nicht aufgeregt Angst, sondern einfach erfreut aufgeregt sozusagen. Ja? Gut, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Oder falls ihr jetzt schlafen geht, wünsche ich euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Das Schieben wieder. So, meine Lieben, ich komme nicht an den Knopf. Ne?